Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wer von euch kennt es nicht? Ihr fahrt los auf die Trails, macht die erste Abfahrt und die fühlt sich einfach irgendwie richtig, richtig komisch an. Meistens ist es ja so, dass wir mehrere Stunden zu einem Spot hinfahren. Das heißt, wir sitzen tatsächlich relativ lange im Auto und müssen dann uns fertig machen, nehmen oft einfach den Lift, wenn wir im Bikepark unterwegs sind, fahren hoch und ja, dann geht's auf die erste Abfahrt. Irgendwie fühlt man sich nicht richtig wohl und irgendwie klappt das alles nicht so richtig. Wenn du das Gefühl kennst, dann zeige ich dir heute einen Trick oder eine Methode, die dem Ganzen entgegenwirkt, dass das in Zukunft ein bisschen besser wird und du sogar noch Verletzungen vorbeugen kannst. Also meiner Meinung nach ist es ja ein totales Phänomen. Wir Mountainbiker starten einfach nach der Liftfahrt, nach mehreren Stunden Autofahren, direkt auf dem Trail. Aber stell dir mal vor, ein Boxer würde vor einem Kampf einfach nur mehrere Stunden auf dem Stuhl sitzen und warten und in den Ring steigen. Kannst du dir das vorstellen? Oder ein Bodybuilder oder Powerlifter oder jemand, der einfach nur ins Fitnessstudio geht, auch so ein ganz normaler Mensch, würde einfach ins Gym gehen, aus dem Auto ausgestiegen, ne? Zieht sich kurz um, legt sich auf die Bank und drückt dann 120 Kilo. Kalt. Irgendwie total unrealistisch, oder? In anderen Sportarten ist es also ganz natürlich, dass wir uns aufwärmen. Wir Mountainbiker neigen allerdings dazu, besonders im Hobbybereich, weil die Profis tun das ganze Jahr. Wenn ihr mal den World Cup geguckt habt, dann seht ihr ja, wie die Jungs und Mädels sich aufwärmen im Hintergrund vor dem Rennen. Aber im Hobbybereich machen wir das irgendwie nicht. Und dann ist es doch eigentlich ganz natürlich, dass wenn der Körper noch gar nicht ready ist, mental ist man auch noch nicht so richtig drauf eingestellt, dass sich die erste Abfahrt komisch anfühlt. Das heißt, wenn du ein bisschen mehr Spaß haben willst, direkt auf der ersten Abfahrt und dich vorbereiten willst, Verletzungen vorbeugen willst und dieses Hobby einfach möglichst lange ausüben willst, ist es vernünftig, ein Warm-up zu machen. Und genau das zeige ich euch heute. Genau für Hobbyathleten, für Hobby-Mountainbike-Fahrer. Nicht zu kompliziert, nicht zu sehr ins Detail. Einfach so, dass du das eben schnell erledigen kannst. Es soll auch keine halbe Stunde dauern, aber eine kleine Vorbereitung ist einfach super, um Verletzungen vorzubeugen, um deinem Körper was Gutes zu tun und um dich einfach besser zu fühlen auf der ersten Abfahrt. Bei jeder Sportart machen wir uns warm, warum also nicht auch beim Mountainbiken? Das ganze Ding zeige ich dir in drei einfachen Schritten. Einmal vorweg noch gesagt, das ist wirklich nur für Hobbyfahrer. Das heißt, wenn du Profi-Racer bist, dann kannst du vielleicht ein bisschen was daraus mitnehmen, aber das ist jetzt wirklich einfach für Hobbyfahrer. Wenn ich jetzt einen Profifahrer irgendwie trainieren würde, dann würde ich das Ganze auch ein bisschen anders angehen. So, aber wie kommt der Daniel jetzt eigentlich darauf, so ein Warm-up-Ding zu machen? Wie ihr vielleicht wisst, habe ich in meiner Vergangenheit, mein ganzes Leben lang, hat sich alles um Sport, Fitness und Ernährung gedreht. Ich habe Leute trainiert im Personal Training, ich habe hunderte von Trainern ausgebildet und habe einfach die Expertise, das euch so ein bisschen näher zu bringen. Es gibt da natürlich wieder ganz viele verschiedene Meinungen. Das, was ich euch in meinen Videos hier sage in dem Bereich, ist einfach meine Erfahrung, das, was ich bisher in meinem Leben an Erfahrungen mit Kunden und mit Trainern gesammelt habe. Und das möchte ich euch einfach gerne weitergeben, weil in dem Bereich, da bin ich tatsächlich Experte und kann euch wirklich viel, viel Wissen teilen und vermitteln. Und mir ist einfach aufgefallen, im Mountainbike-Bereich, besonders im Hobby-Bereich, da werden so viele Dinge in dem Bereich vernachlässigt. Aber wir legen direkt los, drei einfache Schritte, wir starten direkt rein. Der allererste Schritt, den wir haben, ist das Herz-Kreislauf-System zu aktivieren. Warum brauchen wir das? Ganz einfach, um einen ordentlichen Blutfluss überall zu haben, den Puls so ein bisschen zu erhöhen,
da müssen wir das Herz-Kreislauf-System aktivieren. Und da wir ja eigentlich eine Sportart machen mit dem Fahrrad, die auch so ein bisschen ausdauerlastig ist, machen wir das einfach tatsächlich mit dem Bike. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie Hampelmänner auf dem Parkplatz machen oder so. Könnt ihr natürlich auch, aber warum nicht das Fahrrad benutzen? Wir haben jetzt hier einen großen Parkplatz und ich fahre einfach ein paar Mal auf und ab. Und es gibt noch einen zweiten Schritt, und zwar, wir gehen so ein bisschen die Grundpositionen einmal durch. Dann merkt ihr auch schon so, okay, wo fühle ich mich so ein bisschen eingerostet und sowas. Und das machen wir dann im zweiten Part. Das heißt, ihr schwingt euch einfach wirklich aufs Rad, radelt hier ein bisschen rum, auf und ab. So, nochmal zurück. Dann merkt ihr auch schon direkt, wie fühle ich mich heute auf dem Bike, ist das alles cool. Das macht ihr natürlich ein bisschen intensiver, dann geht ihr mal die Grundpositionen durch. Und dann merkt ihr vielleicht schon, ah, okay, heute irgendwie, mein Oberkörper fühlt sich nicht so gut an. Oder auch meine Beine, da habe ich noch irgendwie ein bisschen Kater, was auch immer. Also irgendwie fühlt man ja schon so ein bisschen, was sich halt jetzt gut anfühlt und was sich nicht so gut anfühlt. Und im zweiten Schritt gehen wir dann jetzt auf die Punkte ein, die sich noch nicht so gut anfühlen. Der Schritt Nummer zwei nennt sich Mobilisierung und Aktivierung. Das mache ich auch in jedem anderen Warm-up, für jede andere Sportart so. Ich aktiviere erst so ein bisschen das Herz-Kreislauf-System, dass man so ein bisschen auf Puls kommt, und dann geht es in die Mobilisierung und Aktivierung. Und da zeige ich euch jetzt ein paar Übungen. So, Schritt Nummer zwei, die Mobilisierung, Aktivierung von Muskulatur und Gelenken. Warum machen wir das? Einfach damit die Gelenke frei werden, damit sich in den Gelenken Gelenkflüssigkeit bildet. Dadurch verringert ihr Verschleiß und seid einfach ein bisschen bereiter für den Trail. Um dabei nichts zu vergessen, gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick. Und zwar geht ihr einfach den Körper von oben bis unten durch. Das heißt, ihr startet zum Beispiel beim Kopf, kreist vorne von der einen Schulter zur anderen. Wir machen das jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Danach geht ihr zu den Schultern, kreist die Schultern nach hinten. Könnt auch dann die Ellbogen mitnehmen, dann den ganzen Arm ein bisschen größer, kreist auch mal die Unterarme bis hin zu den Handgelenken. Dann könnt ihr auch so Kleinigkeiten machen, wie zum Beispiel, das kennen viele, Finger auf und zu, auf und zu, auf und zu. Dann habt ihr schnellere Durchblutung in den Unterarmen. Im Anschluss geht ihr natürlich auch noch zum Becken, geht dann immer weiter, kreist auch in die andere Richtung. Dann gibt es eine schöne Übung, um die Hüfte zu öffnen. Dazu könnt ihr euch gerne auch irgendwo festhalten. Schwingt das Bein von der einen Seite zur anderen hoch. Dann natürlich auch das andere Bein. Immer beide Seiten benutzen, ist, glaube ich, logisch, ganz wichtig. Vor und zurück, um die Hüfte zu öffnen. Wie ihr wisst, ist die Hüfte beim Mountainbiken super wichtig, wird viel vernachlässigt. Dann könnt ihr hier kleine Rotationsbewegungen machen, um die Wirbelsäule so ein bisschen frei zu kriegen. Dann natürlich, ganz, ganz wichtig, haben wir hier noch die Knie. Das heißt, hier auch kleine kreisende Bewegungen, um einfach so ein bisschen zu aktivieren. Im Anschluss haben wir noch die Fußgelenke natürlich. Dazu könnt ihr zum Beispiel einmal anheben, Fußgelenk kreisen. Ihr könnt das auch stehend auf dem Boden machen, wie ihr das möchtet. Wenn ihr dann einmal den Körper durchgegangen seid, nichts vergessen habt, werdet ihr schon merken, boah, ich fühle mich einfach irgendwie ein bisschen besser. Und vor allem auch mental bereitet man sich im Warm-up auf die kommende Belastung vor. Das ist auch in jedem Sport so. Das beginnt meistens schon in der Umkleidekabine. Bei uns, in unserem Fall, beginnt das dann schon auf dem Parkplatz beim Umziehen, wenn wir Protektoren anziehen und so. Da stellen wir uns mental schon drauf ein. Und der Körper muss aber natürlich mitgehen. Nun haben wir das Herz-Kreislauf-System aktiviert. Wir haben ganz kurz die Gelenke ein bisschen gekreist und uns ein bisschen bewegt. Nun wollen wir noch aktivieren, und zwar die Durchblutung in unseren Muskeln. Wir wollen natürlich unsere Muskeln ein bisschen warm haben und da ein bisschen Blut drin haben, dass die leistungsfähig sind. Als Beispiel, wenn wir auf einmal in eine Notsituation oder Angstsituation kommen, dann passiert es, dass ganz viel Blut in die Beine rutscht. Warum? Weil wir dann schnell weglaufen können. Und wir müssen jetzt das Blut in alle unsere Körperpartien bringen, die fürs Mountainbike-Fahren
wichtig sind. Wir starten wieder entweder oben oder unten. Wir starten jetzt einfach mal hier unten mit ein paar Kniebeugen. Ganz entspannt. Bei der Kniebeuge achtet darauf, dass ihr den Rücken gerade haltet. Der Rücken muss immer parallel zu den Schienbeinen sein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Squat stehe, ist der Rücken nicht hier, sondern hier. Immer parallel zu euren Schienbeinen. Das heißt, ihr könnt ein paar Squats machen, um einfach ein bisschen warm zu werden. Ihr könnt auch explosiver werden, indem ihr dann zum Beispiel Squat Jumps macht. Dadurch habt ihr dann noch eine Intensivierung. Wichtig bei Squat Jumps, aktiviert ihr auch das ganze Bein. Das heißt, man nennt es Triple Extension. Das ist einmal die Streckung im Fußgelenk, im Kniegelenk und im Hüftgelenk, weil ihr die Beine komplett streckt. Ich zeige es euch mal von der Seite. Hier habt ihr, zack, und genauso landet ihr. Genauso landen wir übrigens auch, wenn wir in der Luft sind, auf dem Mountainbike und einen Sprung landen. Deswegen sollten wir da vorbereitet sein und warm sein. Dann auch eine sehr effektive, wichtige Übung. Wie ihr wisst, haben wir auf dem Mountainbike ja oft diese Position, ne? Wir sind so leicht vorgelehnt. Das heißt, der untere Rücken muss auch warm sein. Ihr kennt vielleicht die Übung Kreuzheben aus dem Fitnessstudio. Und hier könnt ihr im Prinzip genau das Gleiche machen. Das heißt, ihr nehmt den Oberkörper gerade nach unten, könnt das auch schwerer machen, indem ihr die Arme zum Beispiel nach vorne nehmt oder hier mittelschwer. Das ist dann leichter. Zack, geht hier in eine kleine Bewegung, hebt immer den Oberkörper an. Dann steigert ihr einfach ein bisschen den kleinen Pump im unteren Rücken und das macht das Ganze ein bisschen warm. Eine weitere gute Übung, um die Aktivierung nach vorne zu bringen, die Muskulatur zu aktivieren für den unteren Rücken, ist sozusagen wie so eine Standwaage kombiniert mit, wie nennt man es, Kreuzheben. Das heißt, ihr steht wieder hier, stellt euch jetzt aber auf ein Bein, lasst das Becken wieder parallel, geht hier hin, bewegt euch wieder hier hin, könnt auch den Boden touchen, hier halten, dann natürlich Seite wechseln. Hier habt ihr eine Gleichgewichtsübung plus eine kleine Kräftigung plus eine kleine Dehnung für die rückwärtige Oberschenkelmuskulatur. Also so eine multifunktionale Übung. Definitiv lohnt es sich, die auch mal auszuprobieren. Das fragen sich wahrscheinlich gerade viele, oh, wann kommt denn endlich der Oberkörper? Ja, der Oberkörper ist wirklich natürlich auch wichtig. Und da empfiehlt sich einfach, vielleicht wirklich ein paar Push-Ups zu machen. Ihr könntet das jetzt auch so elevated machen, wenn ihr keine Push-Ups könnt. Dann könnt ihr auch am Auto sowas machen. Auch wieder hier könnt ihr explosiv arbeiten, indem ihr euch wegpusht. So habt ihr immer ein bisschen eine kleine Steigerung. Wenn ihr euch natürlich in den Dreck schmeißen wollt auf dem Parkplatz, könnt ihr das auch gerne machen. Was auch eine ganz coole Methode ist, ist, wenn ihr einfach die Grundposition durchgeht auf dem Fahrrad, vielleicht auch so ein bisschen explosiver. Was man auch zum Beispiel dann gut machen kann, wenn man schon ein bisschen warm ist, ist nochmal im Stand die Sachen üben wie den Vorderradimpuls. Das heißt, das Fahrrad, zack. Das ist ja so ein bisschen wie ein explosiver Push-Up, könnt ihr euch vorstellen. Und hat dann letztendlich auch den gleichen Effekt. Der nächste Punkt, den wir durchgehen, sind nochmal Beine plus Rotation im Oberkörper. Weil ihr wisst ja, wenn wir in Kurven fahren, so, wir haben viel Rotation, Hüfte überall hier im Oberkörper. Und da ist es auch wichtig, dass wir da ein bisschen die Muskulatur aktivieren. Und das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir machen einfach Ausfallschritte, Leute. Bei den Ausfallschritten gibt es ein paar Sachen zu beachten. Und zwar steht ihr ein Bein vorne, ein Bein hinten, danach natürlich im Wechsel. Und ihr achtet immer drauf, beide Beine sollten 90 Grad haben. Die Hüfte nicht ausgedreht zur Seite oder so, sondern parallel nach vorne. Und der Oberkörper bleibt über dem gebeugten Bein hinten. So, wenn ihr jetzt diesen Ausfallschritt macht, dann könnt ihr natürlich schön einfach diese Ausfallschritte machen. Euch so ein bisschen warm machen. Jetzt kommen wir doch mit der Rotation dazu. Immer zum vorderen Bein. Ha, macht ihr eine kleine Rotation. Warum nicht zum anderen Bein? Ganz einfach, weil dann neigen wir dazu, dass wir die Hüfte mit ausdrehen, was wir nicht wollen. So, was vielleicht noch fehlt und was wir auch so ein bisschen vernachlässigen, sind die Rotatorenmanschetten. Das ist all das, was hier hinten um die Schultern rum ist. Und das sollte auf jeden Fall auch gut warm sein, weil wie ihr wisst, haben wir da eine heftige Belastung drauf beim Mountainbike-Fahren. Und da ist es sinnvoll, eigentlich, wenn man so Resistance-Bänder hat. Aber wenn ihr mal ein Warm-up mit so Bändern haben wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Aber ich wollte erstmal eins mit Materialien machen,
die jeder hat, nämlich nur einen Parkplatz und ein Fahrrad. Das ist aber auch gar nicht weiter schlimm, wenn wir keine Materialien haben. Wir können das nämlich auch so machen. Als erstes nehmt ihr einfach mal die Arme und bringt hier so ein bisschen Spannung drauf. Könnt euch euch machen wie hier. Tack, 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 tack. Diese kleinen Kreisenbewegungen immer schneller werden, Spannung halten, kennt ihr. Dann um die Rotatoren und um die Schulterblatt, hintere Schulter und so zu aktivieren, dreht ihr einmal den Daumen nach hinten. Das heißt, Handflächen öffnen, Daumen nach hinten und ihr zieht hier nach hinten. Ihr könnt euch solche Sachen machen, um das alles so ein bisschen zu aktivieren. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr jetzt da mit Bändern arbeiten würdet, dann wäre das Ganze noch ein bisschen intensiver. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon ready to shred. Das heißt, dann könnt ihr los auf die Trails starten. Ich empfehle euch wirklich, probiert das mal. Ich habe das auch tatsächlich erst am Ende der letzten Saison angefangen, dass ich mich angefangen habe, einfach ein bisschen warm zu machen. Und es macht tatsächlich einen großen Unterschied, wenn ihr auf die erste Abfahrt geht und einfach nicht ganz kalt seid. Wenn der Körper schon ready ist, man fühlt sich viel weicher, man fühlt sich ja einfach fitter und ready für den Trail. Es gibt jetzt noch viele andere Möglichkeiten mit Materialien. Es gibt auch noch Möglichkeiten, so kleine Triggerpunkte zum Beispiel zu lösen. Wenn euch diese Sachen interessieren, weil es kann ja mal passieren, dass ihr zum Beispiel im Urlaub seid oder schon zwei Tage hintereinander fahrt und ihr merkt so, boah, hier irgendwie im Gesäß, da habe ich irgendwie so eine Verspannung. So Sachen kann man mit kleinen Materialien und wirklich wenig Arbeit auch auf dem Parkplatz vor der Abfahrt lösen. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Mache ich euch gerne ein Video zu. Das Zeug habe ich zu Hause und habe ich auch schon alles tausendmal benutzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Probiert es einfach mal aus. Vielleicht gefällt es euch und vielleicht macht es für euch den Unterschied. Es macht auf jeden Fall auch den Unterschied für die Gesundheit. Einfach, wenn der Körper warm ist, man verschleißt die Gelenke nicht so schnell. Man hat auch einfach ein, ja, wenn man stürzt, ist man schon warm. Das heißt, man fällt ganz anders. Man ist weicher. Die Muskulatur holt sich nicht so schnell eine Zerrung oder gar einen Muskelfaserriss. Es hilft auf jeden Fall ungemein. Was ich jetzt komplett rausgelassen habe, ist ein sogenannter Pre-Stretch. Warum? Es gibt da ganz getrennte Meinungen. Es gibt Leute, die sagen, ja, dehnen vorm Sport auf gar keinen Fall. Das setzt den Muskeltonus herab, du hast weniger Kraft und so weiter und so fort. Bei einer Sportart wie jetzt so ich zum Beispiel, ich komme aus dem Breakdance, viel akrobatische Elemente, da ist es so, wenn ich mich nicht vorher dehne, dann habe ich das Gefühl, ich bin noch eingeschränkt in der Bewegung. Wenn euch auch das interessiert, ein Warm-up mal mit verschiedenen Dehnübungen noch dazu, das heißt ein Pre-Stretch, man hält das dann weniger lange, als wenn man den Muskel ausdehnt, weil dann ist es wirklich so, dass man sich mehr ausgeleiert fühlt, weniger Kraft hat, Muskeltonus herabgesetzt. Wenn euch das interessiert, mache ich euch gerne noch eine zweite Version hiervon. Aber erstmal so ein ganz allgemeines Warm-up heute. Probiert es aus, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lasst gerne ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das gemacht habt, wie sich die erste Abfahrt für euch angefühlt hat. Könnt ihr mir auch gerne auf Instagram schreiben. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich gehe jetzt eine Runde Radl fahren. Let's go.